Seit längerer Zeit in aller Munde ist das Bestellerprinzip. Was steckt eigentlich dahinter und was wird sich für Mieter dadurch ändern? Dieser Frage gehe ich in meinem neuen Video nach. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger. Ich bin Rechtsanwalt und ich helfe Vermietern dabei, die Wohnung rechtssicher zu vermieten, indem ich rechtssichere und verständliche und auch durchsetzbare Mietverträge verfasse. Das Bestellerprinzip ist derzeit in aller Munde. In Deutschland gilt es bereits seit längerer Zeit und in Österreich wird es jetzt eingeführt. Das Bestellerprinzip, worum geht es da überhaupt? Bevor wir in die Tiefe gehen, ein Hinweis: Solltest du das Video sehen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, nimm dir jetzt kurz die Zeit, abonniere den Kanal, klick auf die kleine Glocke und du wirst verständigt, wenn neue Videos kommen. So verpasst du keine Updates zum Immobilienrecht. Beim Bestellerprinzip geht es um die Maklerprovision, die der Mieter zahlen muss, wenn er eine Wohnung mietet, die von einem Makler angeboten wird. Bislang ist man davon ausgegangen, dass der Mieter auch einen Auftrag an den Makler erteilt, und zwar indem er die Leistung des Maklers widerspruchslos annimmt. Das heißt, ich sehe ein Inserat, das muss als Maklerinserat gekennzeichnet sein. Ich als Mietinteressent frage an, obwohl ich weiß, dass ein Makler das Inserat geschalten hat, und damit gebe ich zu verstehen, dass ich damit einverstanden bin, dass der Makler auch für mich eine Leistung erbringt. Der Makler ist ja grundsätzlich ein Doppelmakler, das heißt, er muss die Interessen des Vermieters und die Interessen des Mieters vertreten, aber in der Praxis ist es eben so, dass vielfach beobachtet wurde, dass der Vermieter den Auftrag erteilt, eine Wohnung zu vermakeln, und die Kosten dafür allein beim Mieter hängen bleiben. Denn es gibt viel zu viele Immobilienmakler. Dieser Immobilienboom der letzten Jahre hat eben dazu geführt, dass sich sehr viele Leute als Immobilienmakler eintragen haben lassen. Und wo zu viele Makler vorhanden sind, gibt es solche, die ihre Leistung gratis für den Vermieter anbieten. Das sind meistens auch nicht die besten. Jeder, der eine gute Leistung erbringt, kann auch ein Honorar dafür vereinbaren und verhandeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab viele Vermieter, die haben Makler beauftragt, und die Mieter mussten die Kosten dafür bezahlen, während der Vermieter nichts bezahlt hat. Dieser Praxis wird nun durch das Bestellerprinzip der Riegel sozusagen vorgeschoben, wenn man den Worten der Politik trauen darf. Das bedeutet, derjenige, der den Makler bestellt, also ursprünglich als ersten beauftragt, das ist der Vermieter, muss den auch bezahlen. Das heißt, wenn ich als Mieter in Zukunft ein Inserat sehe für eine Wohnung und die ist zu vermieten und wird von einem Makler angeboten und ich frage an, bekomme die Wohnung, dann muss ich trotzdem keine Maklerprovision bezahlen, zumindest nicht direkt, denn logisch, was wird passieren? Vermieter werden immer dann, wo der Mietzins frei vereinbart ist, die Maklerprovision einfach in die Miete einrechnen. Deshalb wird es natürlich nicht günstiger für den Mieter, wie die Politiker uns glauben lassen wollen, sondern es geht rein darum, die Zahllast zu verändern. Für den Mieter hat es eine konkrete Auswirkung natürlich schon. Wenn man eine Wohnung anmietet, kommen sehr viele Positionen zusammen. Es ist zum Beispiel die erste Miete, vielleicht die Miete der letzten Wohnung noch. Die letzten Mieten muss ich auch noch zahlen vielleicht. Ich muss die alte Wohnung ausmalen, ich muss Möbel für die neue Wohnung kaufen, ich muss die Kaution aufbringen, ich muss dann auch noch die Vertragserrichtungskosten vielleicht bezahlen und eine Maklerprovision auch noch bezahlen. Die Maklerprovision würde dann natürlich entfallen. Dafür habe ich vielleicht geringfügig höhere Kosten für die monatliche Miete, aber das fällt mir als Mieter nicht mehr so sehr auf. Von daher ist es vielleicht eine geringfügige, aber doch eine Entlastung für den Mieter. Was dadurch passieren wird, ist, dass die Mieten natürlich weiter intransparent werden, aber in der freien Mietzinsbildung ist der Vermieter sowieso frei. Er kann die Miete festsetzen, wie er will, und in der Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes ist natürlich die Miete immer noch reglementiert. Das bedeutet, die Vermieter müssen die Kosten für den Makler dann selbst zahlen und werden möglicherweise kreative Wege finden, die Miete dann doch auch im Vollanwendungsbereich durch entsprechende Zuschläge etc. zu erhöhen. Man kann also sehr gespannt sein, was das Bestellerprinzip dann wirklich für Mieter konkret bringt, ob es
weniger Maklerinserate geben wird oder ob mehr Maklerinserate da sein werden und die Vermieter einfach bezahlen würden und wie sich die Mietzinsen gerade in der freien Miete entwickeln. Das wird alles der Markt zeigen. Habt ihr schon einmal eine Wohnung vom Makler vermieten lassen? Was waren eure Erfahrungen damit? Schreib mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und weil du keine weiteren Videos verpassen willst, solltest du es noch nicht gemacht haben, dann nimm dir jetzt die Zeit und abonniere den YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, dein Dan.